Naja, kennt ihr Leute mit Gotteskomplexen? Offene Runde, ja? Schon Sarah, oder? Okay. Na dann. Ich möchte keinen haben, ich sag's gleich. Also, bitte. Wir haben nämlich ein Lied darüber geschrieben. Drei, zwei, eins, und. Dies ist ein Lied gegen eine Person mit einem Gotteskomplex. Ich werde keinen Namen nennen. Ich werde einfach nur eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte, die geht so. Bist nicht lustig, auch wenn du es noch so sehr versuchst und auch für den Kulturbereich leider auch nicht gut genug. Du bist nur ein reines Kommerzprodukt, das die Leere im Herzen zu füllen versucht. Dein Konzept von Intellekt beleidigt mich und das von einem aus der Arbeiterschicht. Und das von einem aus der Arbeiterschicht. Ich glaub, du hast noch niemals Hunger gehabt. Geboren mit dem goldenen Löffel im Arsch. Jetzt zieh mal ihn raus. Du willst mich anzeigen, vielleicht sollte man dich enteignen. Du willst mich anzeigen, vielleicht wird man dich enteignen. Du kannst mich nicht leiden, doch dich kann niemand leiden. Tja, du kannst mich anzeigen. Kein Konzept von Intellekt, nur ein Gotteskomplex. Du glaubst, du hast das Recht, wenn man dein Ego verletzt. Du glaubst, es ist Gesetz, dass man sich dich gefallen lässt. Von einem verzogenen Kind, das gegen andere hetzt. Irgendwann erhebt sich dann die Klassenjustiz und du merkst, dass du tief in der Scheiße drin sitzt. Wenn der Bulle von Tölz dir nicht mehr weiterhilft, hast vielleicht viel, doch du bleibst dann nichts. Irgendwann erhebt sich dann die Klassenjustiz und du merkst, dass du tief in der Scheiße drin sitzt. Wenn der Bulle von Tölz dir nicht mehr weiterhilft, hast vielleicht viel, doch du bleibst dann nichts. Ein Nichts, ein Nichts, ein Nichts. Hey, du willst mich anzeigen. Das Verfahren wurde eingestellt. Haha, du willst mich anzeigen. Ich zahle dir kein Schmerzensgeld. Kannst mich nicht leiden. Warum sollte man dich beneiden? Du kannst mich nicht leiden. Tja, naja dann, dumm gelaufen. Sollte man sich ja nicht immer allen von allen was bieten lassen, oder? Was sagt ihr? Ich kann euch nicht hören. So laut ihr. Und hat wer von euch schon jemand fremdes Eigentum beschädigt? Oh, aufpassen. Bei diesem Song sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Dankeschön. Ja, waren wir ziemlich wütend, als wir das geschrieben haben.